für unsere Staatsparteien, die ihn für vernünftig halten. Labert ihre Litaneien nach, wenn sie ihn vorbereiten. Haltet euch von Demonstranten fern, wenn ihr bereit sein sollt. Und belästigt die Passanten nicht, dass ihr den Krieg nicht wollt. Und belästigt die Passanten nicht, dass ihr den Krieg nicht wollt. Lasset euch nicht ein mit denen, die sich Pazifisten schimpfen und mit Händchen halt Aktionen gegen Windmühlen ankämpfen. Lasset doch die Waffenkundler deutschen Hightech fabrizieren und die grauen Zwischenhändler auch ein bisschen profitieren. Und die grauen Zwischenhändler auch ein bisschen profitieren. Weltweit finden deutsche Waffen Ab- und Einsatzmöglichkeiten, Raum für Investoren schaffen, unser Wertsystem verbreiten, auf das überall gelinge, dass die Märkte uns vertrauen und wir wieder guter Dinge auf die Börsenkurse schauen. Und wir wieder guter Dinge auf die Börsenkurse schauen. Schließlich tun doch nur die Linken noch notorisch protestieren. Die Oliven wie die Pinken brauchen wir nicht mal zu schmieren. Helft uns in der schweren Krise unsere Gegner zu behauen. Frieden herrscht erst dann, wenn diese die Radieschen von unten schauen. Frieden herrscht erst dann, wenn diese die Radieschen von unten beschauen.